Servus, liebe Zuschauer. Niemand kombiniert den Glamour der Großstadt so eindrucksvoll mit der Bodenständigkeit des Bayerischen Waldes wie Entertainerin Gloria Gray. Und mit der treffe ich mich heute für 10 Fragen an hier im Boden Mais und natürlich auf eine gute Brotzeit. Ja, Frau Gray, bevor wir mit dem Essen starten, würde ich sagen, fangen wir mit den wichtigen an, und zwar mit den 10 Fragen. Und zwar, wie würden Sie sich denn selbst als Person beschreiben? Vielfältig, bodenständig, ausdauernd, zielstrebig und im Grunde genommen das sind ja schon mal sehr gute Eigenschaften. Ja, warum haben Sie sich damals für ein Leben auf der Bühne entschieden? Warum? Ja, wahrscheinlich, weil es in mir war, der Wunsch. Ich konnte es nicht ausleben. Ich bin ja geboren und aufgewachsen im Bayerischen Wald. Aber zu einer Zeit, da hat es sich irgendwie nicht so geschickt, zumindest nicht in meiner Familie oder meiner Verwandtschaft, dass man Künstler geworden wäre. Oder als Künstler hätte leben können. Ja, da war man fest verankert in einem Beruf und am besten irgendwie ein Handwerk, denn das hat goldenen Boden. So, es war in mir und erst mit 18, 19 konnte ich anfangen, es zu leben, Schritt für Schritt in München. Ja, größere Bekanntheit erlangten Sie damals als Miss Biggie in der TV-Show Halligalli in den 90ern. Aber wie kam es eigentlich dazu? Durch ein Casting. Casting sagte man damals, glaube ich, noch gar nicht. Das war ein Vorsprechen. Ich war in München in der Subkultur schon bekannt, habe ich mir über Jahre einen Namen gemacht. Und irgendwann war mal im Mrs. Henderson, heißt heutzutage Paradiso-Tanz bei der Müllerstraße, eine Scouterin, die eigentlich gekommen ist, um Tänzer zu suchen. Tänzer in meiner Show. Und die hat mich gesehen und dann gefragt, du hast keine Lust für ein Casting vorzusprechen. Wir planen für Sat.1 eine ganz große Fernsehshow, Gameshow, Halligalli. Und wir suchen eine große Assistentin. Und dann gab es erst das erste Casting und nichts mehr gehört. Kurz vor Weihnachten 1992 haben sie mich angerufen. Gratulation, du bist es geworden. Wir fangen nächste Woche an. Sag ich, ja, Momentchen mal, ich habe vielleicht noch ein Leben. Vielleicht kann ich gar nicht. Und konnte Gott sei Dank damals, der Chef war so großzügig, meinen Job kündigen und habe dann angefangen, als Künstlerin zu arbeiten, hauptberuflich, freiberuflich, selbstständig und bin es seitdem, also 30 Jahre. Ja, du bist ja nicht nur Schauspielerin, Model, Unternehmerin, Entertainerin, ach, quasi ein Multitalent, kann man ja sagen. Aber was kann Frau Gloria Gray nicht? Das meiste. Ich kann nur das, was du jetzt gerade genannt hast, mehr oder weniger. Ich konzentriere mich halt auf diese Sachen, aber so ganz einfache Sachen. Es kommt ja auch immer darauf an, was interessiert einem. Ja? Mhm. Und da gibt man die Kraft rein, die Interesse und die Energie und alles andere. Man muss auch nicht alles können. Hauptsache das, wofür man sich entscheidet, vor allem die Profession, dass man in dem gut ist, so gut man kann. Und auch da ist die Leistung nicht immer die gleiche. Und je älter man wird, meine Liebe, es wird nicht besser mit der Leistungsfähigkeit. Okay. Ja, jetzt bist du auch noch unter die Designer gegangen und hast deine erste Kollektion rausgebracht, die aus Holz ist. Warum Holz? Ganz einfach, weil der Bayerische Wald, Bodenmais, auch Zwiesel, ganz stolz ist auf Glas und auf Holz und mittlerweile auch auf mich. Ja, das ist ja ein tolles Kompliment. Und in Zwiesel die Firma Liebig ansässig ist. Und dieser umtriebige Chef, der Thomas Koy, hat mich gefragt, ob ich Interesse hätte, mit ihm kreativ was zu gestalten. Und habe ich mir die Firma angeschaut und dann haben wir zusammen mal angefangen, meine Tasche, die erste Tasche zu designen, und die gibt es mittlerweile schon. Mit der bin ich fleißig unterwegs auf dem roten Teppich und es werden weitere Produkte folgen, Schritt für Schritt. Ja, jetzt hat man ja öfters gehört und auch gelesen, du hattest es anfangs nicht immer leicht hier in deiner Heimat, aber warum hast du dich dann trotzdem entschieden, von München wieder heimzukehren? Wer hat schon immer leicht?
manchmal macht man sich's ja auch nicht leicht. Bei mir war es so, dass ich mich ganz einfach damals in meiner Kindheit und Jugend in meiner eigenen Haut nicht wohlgefühlt habe. Das hat aber nichts mit der Heimat zu tun oder mit der Stadt oder mit den Bürgern. Auch meine Familie, alles bestens, kann man sich nicht besser wünschen. Bloß ich, für mich war nicht stimmig. Ich wusste, ich habe das zu verändern. Das war aber im Bayerischen Wald nicht möglich. Also bin ich in die nächstgrößere Metropole gegangen, nach München. Und irgendwann war halt die Zeit reif. Nach 27 Jahren, meine Eltern waren beide leider sehr, sehr krank. Und es war für mich der Moment und die Zeit, zurückzukehren. Zumindest für eine Zeit. Ich wusste nicht, wie lange wird's. Und ja, mittlerweile sind es 8 Jahre, dass ich wieder im Bayerischen Wald lebe. Und so wie es ausschaut, vorläufig habe ich nicht vor, das zu ändern. Also, ich würde mal sagen, Heimat gibt es gerade auch nicht. Und es ist ja auch Heimat, es ist Familie, Erinnerungen, Kindheit, ja. Wurzeln. Da spielt ein bisschen mehr rein. Mhm. Die Hörner habe ich mir abgestoßen, was das Nachtleben angeht, das Flirten, was einem halt als junger Mensch wichtig ist. Jetzt weiß ich das hier zu schätzen. Ja, man sieht ja, du bist eine sehr glamouröse Lady. Aber wie passt der Glamour mit dem Bayerischen Wald zusammen? Ich würde sagen, es ergänzt sich wunderbar. Mhm. Wer sagt, dass das nicht zusammenpasst? Es gibt ein sowohl als auch. Und zum Beispiel diese Tasche, ja, diese Holztasche, da ist ja alles drin, da ist Heimat drin. Ebenso mit Joska zum Beispiel. Mhm. Glas, edles Glas, Glanz. Glas und Gloria, also soweit, ich bin ja seit Februar offiziell Botschafterin hier in Bodenmais, stellen wir fest, dass das sehr gut zusammenpasst und wir haben noch sehr, sehr viel vor in dieser Richtung. Glas, Glanz und Gloria. Ja, passt ja perfekt zum Namen, gell? Zufall, Bestimmung, wer weiß. Ja, jetzt hast du ja schon zweimal versucht, Bürgermeisterin von Zwiesel zu werden. Mhm. Aber was reizt dich denn so an der Regionalpolitik? Mich reizt der Reiz. Ich habe es mir noch nie besonders einfach gemacht. Ich mag Herausforderungen. Und ich habe schon enorme Hürden genommen in meinem Leben, privat wie beruflich. Ich könnte es mir auch einfach machen. Ja? Ich habe ein schönes Leben. Ich könnte eine ruhigere Kugel schieben. Aber ich bin ja auch Künstlerin. Ich mag Herausforderungen, neue Projekte. Nachdem ich eine Zeit in Zwiesel war und gesehen habe, es ist Wahlkampf, beim ersten Mal habe ich mir gedacht, da mache ich jetzt mal mit. Mal schauen, wie die Zwieseler auf mich reagieren. Außerdem konnte ich es gut für Marketing, für mein Café Gloria, das damals ganz neu war in Zwiesel, verwenden. Aber dann, 6 Jahre später, ich war ja mittlerweile vor Ort, dachte ich, jetzt muss ich tatsächlich mitmischen, aus Überzeugung zu meiner Heimat. Ich weiß, wo es fehlt, was man verändern könnte. Und ich wurde motiviert von den Bürgern selbst, weil die mich beobachten konnten 6 Jahre lang, was ich allein im Café Gloria alles geschafft habe und verändert habe. Ich habe eine Brise Magie über die Stadt wirklich so drüber gestreut. Ich habe Bewegung hineingebracht, Kunst, Kultur. Die Leute konnten mich sehen vor Ort, dass ich eine bin, die nicht nur theoretisch irgendwelche Visionen hat und bla 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 macht. Ich bin eine und es ist meine Heimat, das sind meine Wurzeln. Ich pack mit an. Ich schiebe förmlich an. Ich wurde so abgerichtet von meiner Mutter. Auf alle Fälle haben sich bei der zweiten Wahl immerhin über 20% für mich entschieden und es ist jeder fünfte Bürger, der mir seine Stadt anvertraut hätte. Und ich finde, das ist schon fast ein Liebesbeweis. Ja, ja, das stimmt. Gegenüber, gell? Ich hätte es auch wirklich gerne gemacht, mit aller Kraft, mit allem, was ich bin, mit meiner ganzen Energie und Leidenschaft. Aber ich bin auch nicht böse, dass es nicht so geworden ist, weil sonst könnte ich jetzt nicht hier das Amt einer Botschafterin ausüben. Das stimmt. Ja, jetzt eine ganz andere Frage. Und zwar, welches Ereignis würden Sie in Ihrem Leben gerne noch einmal erleben? Ich denke mal, da gibt es mehrere. Und zwar, heutzutage sind es Ereignisse im Zusammenhang mit meinen Eltern, vor allem mit meiner Mutter. Leider merkt man sowas erst, wenn es nicht mehr möglich ist. Aber wenn ich mir was wünschen könnte,
die Wiederholung, dann wäre es irgendeine Premiere zusammen mit meiner Mutter oder jetzt, ich bin in mein Elternhaus eingezogen, würde ich mir wünschen, sie könnte das sehen, könnte es miterleben. Aber das sind alles so Was-wäre-wenn-Fragen, ja, das ist utopisch. Also, und kann man was wiederholen? Ja. Wenn man es leicht wiederholen kann, ist es ja nicht so interessant, es zu wiederholen. Ich glaube, die Sehnsucht danach, der Wunsch, ja, das Unerreichbare, das macht's aus. Aber ich habe alles genossen, was ich gemacht habe. Es war schön so, aber warum etwas wiederholen, wenn ich noch so viele andere neue Sachen machen kann? Und ich fühle mich noch stark und kreativ genug. Ja, jetzt zum Abschluss. Schon? Mein Hans, ja, das geht wahnsinnig schnell, gell? Also, können wir gerne 13 Fragen machen. Wir haben ja ganz recht, das ist meine Glückszahl. Wirklich? 13 Glückszahl? Da hängen wir jetzt noch kurzfristig 3 dran. Ja, aber trotzdem, also die Frage finde ich schon interessant. Und zwar, du bist ja Bürgermeisterin von Zwiesel ja leider nicht geworden, aber jetzt stell dir mal vor, du könntest jetzt was Besseres werden, und zwar Königin von Bayern. Wie würde das aussehen? Schön. Für mich und für die anderen. Königin von Bayern. Ah, da habe ich noch gar nicht so groß Gedanken gemacht. Ein schöner Gedanke, da denke ich sofort an Sissi, weil sie ja aus Bayern kommt, die Elisabeth, zwar Kaiserin von Österreich war. Da denkt man an viel Haare, tolle Kleider, extreme Frisuren und Haare, eine Kutsche, aber das ist natürlich sehr verträumt und schon fast märchenhaft. Und ich glaube, Königin zu sein, ist nicht wirklich so einfach. Also ich möchte nicht tauschen mit so einem Royal. Perfekt, dann sage ich schon mal vielen Dank für das Interview. Hätte direkt ein bisschen länger sein können. Ich würde sagen, die anderen 3 Fragen, die machen wir jetzt bei der Brotzeit, oder? Das machen wir. Prost. Passt. Prost nochmal. Danke. Schön, ja. Prost. Danke.